So, hallo liebe Waynes und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Denn euch interessiert, was ich bei IKEA geholt habe. Ja, liebe Leute, ich als IKEA-Hasserin mag gar nicht zugeben, dass ich bei IKEA war. Ich war mit Turtle da. Turtle hat, brauchte Bilderleisten und ich habe gedacht, oh gut, gehst du mal mit, ne? Also ich muss sagen, ich bin immer noch nicht so der Typ, der sich IKEA-mäßig einrichtet. Ne? Das, ich finde das immer super, aber das sieht irgendwie alles immer so gleich aus. Und wir fangen gleich mal mit einem Screenshot an. Besser was in die Hand nehmen, ne, dazu. Machen wir mal hier so, so. Ich zeige euch das gleich, keine Angst. So ist der Screenshot, ne? Seid schon gespannt, was kommt. So, ja, wie gesagt, ich bin da gewesen und Leute, ich habe gekauft. Was soll ich sagen? Ich habe gekauft. Wir fangen einfach mal an mit dem, was hier... Moment. Achtung, Rücken. Was hier auf dem Boden steht. Und zwar, hier ist mein Kassenzettel. Dann schauen wir direkt mal... Ach so, jetzt weiß ich alles gar nicht, wie das heißt. Ich lache mich kaputt, ne? War also Korb, Stand, Pappserviette. Was ist das? Schreibutz. 2x2,99. Genau, das sind diese Dinger. Und zwar hat man ja überall Kleinkram rumliegen, Leute. Vielleicht nehme ich da doch als Screenshot, ich weiß es nicht. Man hat ja überall Kleinkram rumliegen und diese Dinger passen genau in meine Fächer rein. Und dann kann man den Kleinkram eben hier reintun, damit er nicht rumliegt. Und weiß dann vielleicht mal, wenn es so ein bisschen sortiert ist, welcher Kleinkram da drin ist. Könnte sein, oder? Ja. Für, habe ich das schon gesagt, für 2,99 pro Stück fand ich jetzt super. 5,49, 5,50, 2,50. Dann habe ich diese Kugis, heißen die, Kugis-Boxen für meine Vorratskammer geholt, um da Sachen drin aufzubewahren. Da habe ich insgesamt 4 Stück von geholt, von diesen Kugis-Boxen. Die kosten 5,49 Euro. Und ich habe gedacht, der Deckel ist im Preis drin. Aber Leute, mit Nichten und Neffen, ne? Viermal Deckel für je 2,50. Und die Turtle sagte, das kann man noch schön als Tablett benutzen. Ich weiß es noch nicht. Ich will ja meine gesamten Vorräte neu machen. Und dann kommt hier vorne eine Beschriftung drauf, was da drin ist. Und dann steht das schön an die Wand gestellt. Und ich weiß, wo was ist, zumindest, was nicht die großen Vorratsgläser betrifft. Jetzt muss ich das hier erstmal stapeln. Die großen Vorratsgläser, die stehen natürlich trotzdem einzeln da. Und die muss ich auch noch bei Cody besorgen. Cody hat heute, wir haben Samstag, Cody hat heute bis 18 Uhr auf. Wir haben jetzt 16.09 Uhr und vielleicht trappel ich da gleich noch mit Mäusi hin. Prost, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Werden wir überlegen. Dann habe ich in meinem Kämmerchen meine gesamte Ladestation. Ladestationen, Kabel, Akkus und so. Alles auf einem Brett liegen. Aber trotzdem rutscht mir da oft was runter und fällt runter und fällt dann zwischen Flaschen, Staubsauger und sonst was. Und dann gab es dieses Teil hier. Dieses mit Deckel. Ich zeige euch das mal. Das fühlt sich an, als wenn das aus Pappe ist. Dieses hier. Das nennt sich Ladestation Kabauf. Kabauf. Für 6,99 Euro. Hat man hier, sieht aus wie ein Blumenkasten. Hier unten ist die Zufuhr für irgendwelche Kabels. Ne? Dann kann man innen drin alle den ganzen Kabelsalat aufbewahren, seine Akkus und sonst was. Hösnet. Hösnet heißt das. Hösnet. Hösnet, ist das das denn? Hösnet? Ich glaube aber wohl. Nee, ist was ganz anderes. Kostet 6,99 Euro. Hösnet, Ladestation. Doch, warte doch. Ladestation, 6,99 Euro.
ja, wirkt ein bisschen wie gepresste Pappe und ich glaube, das ist es auch. Also fühlt sich an wie ein super stabiler Eierkarton, aber ich denke mal, das wird seinen Dienst machen, darf aber wahrscheinlich auf gar keinen Fall nass werden. Dann gab es, oh, ich liebe die Leute, wer liebt die auch? Die gibt es auch bei Rewe, ich weiß gar nicht, was die bei Rewe kosten. Die kosten hier 1,99 pro Stück, diese Zimtschnecken, die schwedischen Zimtschnecken. Und die sind so lecker, Leute, die muss ich echt, ich glaube, ich friere die ein, damit ich da nicht dran gehe, sondern nur, wenn Besuch kommt, tue ich die vorher ein bisschen in den warmen Ofen, ne? Darf ich nicht dran. Ich bin Servietten-Freak. Die kosten alle, ne, kosten alle was anderes. Ich habe drei verschiedene. Servietten mitgenommen. Und zwar einmal solche länglichen in so einem karierten Muster. 30 mal Grob Löjer. Hier steht's, Grob Löjer. Dann nochmal 30 mal Grob Löjer. 30 mal Grob Löjer, aber das sind so kleine, so Kuchenservietten. Und dann 30 mal Sötren Design Hiroko Takahashi. Hiroko Takahashi hat dies designt. 30 mal Sötren. Und die Sötren kosteten 1,49. Und die anderen kann ich jetzt nicht zuordnen. 38 mal 30 mal. Das sind ja beides mal 30. Die kosteten Papierservietten. Da steht jetzt aber 38 und 24. Also ich glaube so auch 1,50. Also das kostet irgendwie alles 1 Euro und noch was. Diese Dreier-Servietten-Auswahl, die ich hier habe. Dann hatte ich mir zu meinem Geburtstag im letzten Jahr... Boah, ich schwitze, Leute, sieht man das? Ist auch so heiß, wir haben 33 Grad draußen. Ich schmilze. 33 Grad. Und hier drin bestimmt 28. Im letzten Jahr hatte ich mir von einer Freundin eine Knoblauchpresse schenken lassen und war da auch initial und auch, bis ich gedacht habe, das bringt es doch nicht, ganz angetan von. Und zwar habe ich die hier von Josef von ihr geschenkt gekriegt. Josef, die Marke kennt vielleicht jemand, ich liebe die. Das ist so eine Knoblauchpresse, die nimmt man auseinander, Knoblauch rein und pressen. Jetzt hat das allerdings den Nachteil, seht ihr, das ist biegsam. Und der Knoblauch kommt nicht zu 100% da unten raus, ne? Weil das so biegsam ist, kann man gar nicht richtig Kraft drauf wenden. Und dann hat man immer hier noch so nicht zerdrückten Knoblauch. Und da habe ich gedacht, unser Land muss schöner werden und habe mir Werdeful gekauft. IKEA 365 Plus Werdeful. Das ist eine Knoblauchpresse für 5,99 Euro. Und das Gute daran ist, warte, ich zeige euch das mal. Daneben war die für 4,99 Euro. Aber diese Funktion hier war mir den 1 Euro mehr wert. Denn, so, die sieht so aus. Ganz normal. Knoblauchpresse. Und dann muss man ja normal immer hier in dieses Sieb rein, um alles rauszukratzen. Aber guck mal. Hammer, kann man aufklappen, aufklappen. Man kann das komplette Ding auseinandernehmen, ne? Ich bin da begeistert von. Und das ist Metall bis zum Schluss, ist also nicht Gummi hier. Bei Josef ist das Plastik. Und hier ist, so wie sich das anfühlt, ein Metall bis zum Ende. Und deshalb denke ich, dass die besser sein wird. Und die Josef werde ich dann jemandem vermachen, der sich darüber freuen wird. Dann, Leute, wer mich verfolgt, der weiß ja, dass ich die Augenprobleme habe. Und ich habe das Stricken wieder angefangen, Leute. Mit dicken Nadeln. Und am Tisch mit guter Beleuchtung und dicken, hellen Nadeln geht's auch. Ich hoffe aber, dass ich soweit mich wieder reinfuchsen kann, dass ich auch ein bisschen kleinere Nadeln nehmen kann, dünnere und vielleicht auch im Wohnzimmersessel. Und dazu brauchte ich Licht. Und da war untergesetzt, gab es auch noch drei Stück von.
so eine kleine Stehlampe. Und zwar die Nevlinge Stand- und Leselampe für 19,99 €. Hier sieht man, wie die aussieht. Das ist also so eine mit so einem Spot dran, die höhenverstellbar. Die gab es in Weiß und Schwarz. Es waren nur noch Schwarze da. Und ich hoffe, damit kann ich dann ein bisschen besser wieder lesen und schreiben, wollte ich. Lesen und lesen und stricken. Und zu guter Letzt ist mein absoluter Lieblingsschnapper der Knaller. Ich weiß gar nicht, ob das das ist. Ist das das? Duotrenare. Ja, da. War auch runtergesetzt. Diese beiden wunderschönen Körbe sind irgendwie um 75%, ich weiß nicht, was runtergesetzt. 4,99 €, die beiden Körbe. Und die werde ich auch in meinen Vorratsschrank stellen und da Sachen reintun, die halt nicht in die ich nicht groß umfüllen will, die angebrochene Tütchen oder irgendwas, was halt nicht nicht so gut bei sowas reinpasst, ne? Was halt nicht eckig ist, was man nicht, bei mir muss ja das Eckige und das Runde und Runde, also kommen hier runde Sachen rein. Und Leute, schaut doch mal, wie schön die von innen aussehen. Für so kleine Maus, ne? Einfach wunderschön. Oben Naturfarben, darunter rosa und hier schwarz-weiß. Oh, und wenn ich irgendwo Platz hätte und die schön aussehen würden, würde ich mir die auch dahinstellen. Ich finde, das ist der absolute Schnapper. Ich bin da richtig begeistert von. Davon gab es 2 Stück. Wen es interessiert, der kann hier mal kurz den Namen sich notieren. Ja, so kann man es doch lesen oder die Bestellnummer oder wie auch immer. Und die anderen Körbe, die waren alle so sauteuer und das war der einzige, der runtergesetzt war. Ich kann mir das auch gut als Lampenschirm vorstellen. Ich finde das einfach mega. Richtig cool, oder? Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Schnapper euch am meisten gefällt. Ich bin fertig. Ich überlege die ganze Zeit noch, was da oben. 2-mal Schreibutz ist. Ach nee, das habe ich ja schon. Das habe ich ja schon gezeigt. Nee, ich habe euch alles gezeigt. Alles drauf. Alles fertig. Genau. Ja, schreibt mir ihr mal in die Kommentare, was euer Lieblingsteil bei IKEA ist oder in meinem Haul oder wie auch immer. Und wenn ihr IKEA-Hacks habt und Videos kennt mit IKEA-Hacks, schickt mir die auch. Ich muss das wissen. Ich bin niemand, der sich mit IKEA einrichtet, aber solche Hilfsachen, nützlichen Dinge, einfach geil, oder? Okay, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Bis bald. So, und hier habe ich euch die Lampe mal hingestellt. Jetzt steht die hier. Die kommt ja auf den Boden, aber ich habe im Moment keine Steckdose frei. Ich brauche eine Verlängerungsschnur. So sieht die aus, ne? So, hier ist der Spot, den man einstellen kann. Und hier die Höhe kann man auch verstellen hier. Wie hoch oder wie niedrig das sein soll. Ja, und dann hoffe ich mal, dass die mich beim Stricken unterstützt.